Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, ich bin mal schon zurück. Ich habe ein bisschen ausgemistet. Ich will mal gucken, was wir hier noch anziehen können. Können wir denn die hier? Wie kann ich die denn ausrüsten? Ach so, und dann sehe ich hier was. Bisschen Licht zu. Okay. Ich dachte, die kann man irgendwie denn so machen und dann. Oder ist die leer? Ist die leer? Ist das hier Nahkampfschaden? Bla 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 bla. Rezepte fallen lassen. Blockschaden, Angriff der Minute. Da, Taschenlampe ist eine Lichtquelle, die mit der Lichtquellenaktion. Okay. Lichtquellenaktion. So, was haben wir hier? Beinschienen. Ist der hier geiler? Ich weiß ja nicht, was der für Werte hat, ne? Also da. Oh, der macht besser als der hier? Ja, klar. Klar. Ja, okay. Ausgetauscht. Der nicht. Ach, das sieht. Okay. Das fetzt ja, dass man das gleich sieht, ne? So, das hier müssen wir noch reinmachen. Das hier noch. Sonst so, wir haben ja eigentlich gute, richtig geile Sachen bei, ne, mittlerweile. Also recht zufrieden. Ich bin zumindest recht zufrieden. Die Kisten müssen wir natürlich allerdings in der Base machen, ne? Aber das kommt noch. Ich muss das eh mal sortieren, damit ich hier das mal so ein bisschen. Das mache ich, glaube ich, zum Wechsel zur nächsten Folge. Damit man denn so ein bisschen mal, ja, gucken kann. Ich wollte mal gucken, haben wir eigentlich noch einen Fähigkeitspunkt? Nö, haben wir nicht, ne? Da fehlt noch einiges. Und wir müssen aber Arzt irgendwie machen. Weiß gar nicht, wo der Arzt nochmal war. Wo sollten deren sein? Irgendwo habe ich es doch schon mal gesehen. Video auf Knacks. Hier. Ah, hier noch nicht, weil. Weswegen? Deswegen können wir die noch nicht machen. Level 3 erst. Okay. Oh. Dann wissen wir ja da schon mal Bescheid. Oh. Ich habe meine Keule gar nicht ausgewählt. Was ist mit ihnen da hinten? Hey, Kevin. Ciao. Oh, lebst du denn? Ja, das ist nicht cool. Oh, sorry. Ja, die Ausdauer geht ja auch ein bisschen so nach unten. Ich bin schon wieder. Was heißt ein bisschen kränklich, würde ich jetzt nicht sagen. Aber der gesündeste bin ich auch nicht. So, wir wollen natürlich jetzt hier in unser wunderschönes Haus. Ey, da oben liegt was. Kann ich hier hochklettern? Oh. Ob das jetzt so lecker war. Okay. Stopp mal, ich will mal gucken, kann ich die denn auch auseinanderschrauben? Ja, oh. Elektrische Teile. Elektro. Yeah. Ist hier einer? Nö. Kann ich dich auch gleich reparieren oder geht das nicht? Nee, weil. Warum steht es denn nicht da, was ich dazu brauche? Weil es einfach nicht da steht, ne? Ich würde gerne. Ich kann ja auch so hier, ne? Klar, ist ein bisschen jetzt nicht so geil, wenn man hier oben gleich reingeht, weil. Ich kann ja hier nicht weg. Doch, kann ich schon. Ah! Ich habe noch nicht mal meine Axt repariert, ne? Heißt nicht noch eine? Ne. Naja, ob das viel bringt, ich weiß ja jetzt nicht. Muss ja irgendwie Holz haben. Nicht genügend Ausdauer. Lebt hier einer oben? Hallo? Ach da. Ey, das war eine Sekunde zu spät, ne? Jetzt habe ich schon wieder auf die Fresse gekriegt. Meine Fresse. Und Hunger haben wir.
Eigentlich haben wir immer alles, ne? So, ekelhaftes Wasser. Hier, Blockschaden. Achso. Nahrung, Gesundheit. Ich würde eigentlich Holz haben. Aber ich krieg kein Holz, ne? Ich müsste eigentlich den mal. Ah, ich komme ja auch gar nicht raus. Okay. Echt für den Arsch. So. Ein bisschen dunkel. Hier geht es nochmal nach oben. Versteckte Taschen. Oh, ein Speer, Level 3. Das ist schon mal gut. Hallo? Besser ist, ey. Also, ich habe mir wirklich mal einen Zettel gemacht, ne? Von denen, was ich hier so denn noch alles bauen möchte und so. Ach so, Die Koffer, ich kann alles machen, bloß die Koffer nicht auf, okay. Ja, ist ja normal. Man sieht kaum noch was. Ein bisschen dunkel hier. Aber hier oben gibt es irgendwie diese blaue. Ah, alter Müll. Ich mag alten Müll. Ich weiß jetzt nicht für richtig, wo es hingeht hier. Ja. Ich glaube, wir gehen in Richtung Hause. Ich glaube, das heben wir uns noch für das nächste Mal auf. Das Ganze hier. Kriegen wir aber auch nicht kaputt. Ne? Oh. Das könnte ein bisschen dauern, ne? Ja, man kann es ja mal probieren. Ne? Ich muss ja auch mal gucken, wie so ein Knochenmesser überhaupt denn so abgeht. Ne? Gudi. Aber hier, das haben sie wunderschön gebaut. Guck mal, da gibt es auch noch was. Ne? Da steht noch einer rum. Ich glaube, den hauen wir mal aufs Gesicht. Einfach mal so. Ne? Also, was weg ist, ist ja weg. Muss man ja auch so sehen. Wo ist er denn da? Ich darf immer nicht so schnell rennen, weil ja. Naja, nicht genügend Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja, wollte ich schon sagen. Die hatten so ein bisschen mehr noch vertragen, ne? Alter! Alter! Ey, der gibt mir so viele Ressourcen, ne? Okay, der sieht zwar nicht mehr allzu freundlich aus. Ich wollte es probieren! Wie viel verträgt der denn, ey? Mir jetzt ein Achtarmiger. Aber, sind meine Sachen jetzt weg? Nee, ne? Erscheine auf mein Bett. Entscheide auf mein Bett. Aber wir haben jetzt auch gar nichts, um uns zu wehren, ne? Kann das? Wo bin ich denn jetzt? Achso, okay. Ich war letztes Mal hier so den außen rumgelatscht anscheinend, weil ich Angst hatte. Ist der frisch? Oh. Ist jetzt alt wieder frisch?
Aber meine Infektion ist weg, ne? Und das war keine Absicht. Ich wollte wirklich, aber ich muss ja auch mal ausprobieren, was so ein Bär überhaupt da so ab kann. Und ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich habe es probiert. Ich fand es gut. Wir tun uns hier noch ein bisschen was, sag ich mal, Leckeres. Ja, du kannst da bleiben. Ich will jetzt nicht mit dir spielen. Weil man infiziert ist, dauert es aber auch eine Langeweile, bis du weg ist, ne? Auto 1 Station. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich wollte jetzt keinen wecken, ne? Bleibt mal bitte alle hier drin. Alter. Die machen aber auch manchmal geile Jumps, ne? Aber wo kam der Bär her? Verfickte Scheiße. Ey, tut mir leid wegen meiner Wortwahl, aber ich habe so ein bisschen jetzt gar nicht damit gerechnet, ne? Also, manchmal auch ein bisschen. So. Was natürlich auch interessant wäre, hat der denn, also behält der seinen Schaden? Oh, gib mal eine Megakapelle, ey, da war ich ja noch nie. Oder, ne? Es ist noch nicht so spät, ne? Den umzubringen. Okay. Okay. Vorschlag. Wir holen eine Waffe und dann werden wir den, ja, mal mit erhöhter Geschwindigkeit ein paar Mumpeln in den Körper einverleiben. Ist mal ein bisschen umständlich denn, aber ich will den platt haben. Der gibt so viel Rohstoffe, dass ich danach Feierabend machen kann. Also für. Warum renne ich hier mal rein? Ist aber für mehrere Leben. So, was brauchen wir denn? Ich nehm alles mit einfach. Ich nehme einfach alles mit, was ich habe. Und alles an Munition, was ich habe. So. Dann werde ich die mal hier reinmachen. Wahrscheinlich mit der Schrotflinte anfangen. Schatz, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Also, hast du gehört. Guckst du denn da oben? Ja? Ja, lass die Ilse. Das ist immer, die will immer die Ilse umbringen, ne? Wir haben immer Hausspinnen, ne? Sie beschwert sich teilweise, also Frauchen, ne? Dass wir überall Fliegen haben. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn wir nirgendwo zulassen, dass hier Spinnen sein dürfen, ne? Okay, wir haben hier alles Mögliche und 15 Schuss mit Dings. Ich bin mal gespannt. Den Tee habe ich noch nichts drin gemacht. So, wo ist der Assi? Also wenn der jetzt einfach hier nur durchrennt, ist okay. Alter Schwede, wo ist er? Ey, wo ist die blöde Kuh? Ey, wo ist der Bär? Bist du auf Knacks? Wo ist der Bär? Oh, ich wollte ihn essen. Ey, das bricht aber jetzt ein bisschen an, ne? Ich wollte den Bär essen. Ey, ich hätte mir ein Winterfell, ich hätte mir ein scheiß Paradies aus seinem Fell gestrickt. Nö, uncool. Richtig uncool. Also es war 1 Uhr und die Nacht ist mal ein bisschen actionreicher als die letzten Nächte. Aber das ist jetzt sehr, sehr uncool. Die Knarre muss ich aber auch mal irgendwie ausprobieren. Wir haben zwar nur eine Ladung Schuss. Ich dachte jetzt wirklich, ich muss das so behalten. Wir müssen den Bär töten. Oh, hätte ich den gekriegt, ich hätte ja auch 5 Milliarden Erfahrungspunkte gekriegt, ne? 6 Milliarden. Ich bin mir sicher, das wären 7 Milliarden gewesen.
Da wäre ich durch. Da hätte ich das Spiel fertig gespielt, theoretisch. So. Was wollen wir machen? Wir wollen mal eigentlich alles hier da drinnen bauen, was uns so begeistert. Da bräuchten wir natürlich das hier erstmal, ne? Also ein bisschen Holz, damit wir überhaupt was bauen können, ne? Und dann machen wir uns mal hier drinnen ein paar Kisten. Das würde ich als erstes sagen. Wenn dieser hässliche Scheißbär nochmal kommt, ne, dann werde ich den aber dermaßen begrüßen, dass den Hören und Sehen vergehen wird, ne? Oder mehr nur sehen, aber auch hören. So. Und die können wir bauen. Die machen wir dann dreimal. Einfach weil was. Ach nee. Hey. Dreimal. Ach, schreiben kann er. So. Dann können wir das nämlich hier dann mal gleich ausprobieren. Muss ich die alle einzeln hier reinmachen? Achso, hätte ich auch starten können. Gut. Aha. Aha. Geil. So. Wie wäre denn eine Kiste mit Waffen? Also allgemein mal alles, was so Waffen ist, werde ich hier mal reinstaxieren. Einfach so mal, damit wir das so haben. Oder alles so an Geräte, ne? Also alles, was mit Munition und all sowas so zu tun hat, werden wir alles mal hier reinmachen. Hier machen wir alles, was mit Nahrung und Trinken zu tun hat, rein. Muss ich jetzt einfach so mal sagen, ne? So, Nahrung, Trinken. Schade, dass man die nicht beschriften kann. Vielleicht kann ich ja auch Schilder bauen nachher. Weiß man ja noch nicht, ne? So, ich glaube, dann machen wir noch eine. Dann holen wir nämlich schon mal die. Und vielleicht. Also die hier hinten baue ich ab, ne? Auch das Lagerfeuer und sowas, ne? Das hole ich mir alles wieder. Alles nehmen. Boah. Bin ich wahrscheinlich überladen bis as fuck, ey. Aber macht ja nichts, ne? Damit wir mal so eine Grundordnung da reinkriegen und dann nicht jedes Mal hier komplett in den Arsch gehen. So, als erstes Waffen. Genau. Hier haben wir Waffen, hier haben wir keine drin. So, denn hier sind Rohstoffe, Lebensmittel, alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Das machen wir hier jetzt mal rein. Laser ist natürlich auch ein Lebensmittel. Nö, das ist alles. Aber hier Kaffeebohnen ist Lebensmittel. Hatten wir nicht noch hier Buchsand? Nee. Wir hatten noch irgendwas hier. Ich weiß nicht, ob Schmerzmittel und sowas auch dazu gehört, aber ich mache das erstmal mit rein. Ich weiß noch nicht so die Ausmaße, wie viel und was so kommt. Hier machen wir normale Rohstoffmengen rein. Würde ich sagen. Also wirklich so normale, was man so braucht, ne? Wovon wir viel haben. Und ja, zum Beispiel auch Stofffetzen und sowas, ne? So, und dann machen wir in die anderen alles so, was mit Klamotten und sowas zu tun hat. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eine. Gib mal ein bisschen Holz. Ich gucke schon richtig, aber nicht nach oben. Gib mal ein bisschen Holz. Dann brauchen wir noch eine. Und dann würde ich sagen, denn da machen wir alle Sonderware rein. Ja, das hört sich nach dem Plan an. Also sowas wie elektrische Teile, Nips, Kleber, also alles, was ich noch nicht so richtig, Klebeband, Coins, Dings, was ich noch nicht so richtig also hier identifizieren kann. So gesagt. Besser so rum als andersrum. So, hier machen wir natürlich auch den Dings rein. Die Zettelage. Den können wir noch zerlegen. Ich habe gehört, also hier am Anfang, wenn man das Spiel lädt, dann kommen ja immer so eine Tipps und sowas. Und da steht drin, wenn du in der Schmelze, da schmelzt, dann verlierst du nicht Gegenstände. Ne? Wenn du zerlegst, verlierst du 25% der Materialien. Das ist natürlich uncool. Ist die jetzt auch leer? Okay. Ist natürlich sehr, sehr uncool. Aber. Die Ecke gefällt mir gar nicht. Ne? Ist ja schön und gut, dass ich darüber kann, aber wenn da andere rüber können, ist das natürlich dann gar nicht so gaut. Ne? So, da haben wir jetzt hier, das hier kommt auch noch rein.
Das hier kommt noch hin, das hier kommt noch hin. Danach muss ich ja mal sortieren. Hier haben wir noch Waffenteile. Das, das. Das war, glaube ich. Essen. Zack. Was ist das hier? Grober Schrot. Nee, grober Schrot ist Waffenteile, ne? Hier alle zu Pflanzen und Essenmäßige. Also, die Jute ist, wir hatten ja eigentlich auch Hunger gehabt. Aber jetzt nicht mehr, weil wegen Los Campos de los hier Vollidiotos und nicht Gewinners. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Ah, hier, der verrottete Scheißfleisch. Komm ich auch. Nein, 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 nein. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das habe ich alles genommen. Ja, das bricht die Rade mich so ein bisschen an. Weil ich wollte das ja nicht nehmen. Ich wollte sortieren. So, ja. Genau so, ja. Ey, da muss ich echt mal ein bisschen. Wozu ist das? Hey, Kapitän. Was? Kapitän Höhenmensch? Aus Nitrat kann man viele Dinge, zum Beispiel Schießpulver. Okay. Okay, das sind unsere Buffs. Also ist das denn mehr so Waffe? Hier, das ist Waffe, Schrot ist Waffe. Okay. Ja, jetzt haben wir endlich mal ein System, ey. Und wir haben nicht mehr dran geglaubt, ne? Wir haben gar nicht dran geglaubt. So, wir haben hier natürlich noch den ganzen. Geschmiedeter Stahl muss hier auch rein. Kleber und Plaste kommt hier rein. Fell kommt hier rein. Das kommt hier rein. So, dann haben wir hier noch erstmal Klamöten. Zack, zack. Wir haben den Helm Nummer 2. Welchen haben wir denn an? Helm Nummer 1. Ne, das werden wir gleich mal ändern. Ne, erstmal hier. Muss erstmal klarkommen. So, zack. Oh, es ist früh morgens. Sehr schön. Dann können wir ja wieder ins Haus rein. Und dann mal gleich guten Tag sagen. Und dann werde ich mal richtig eskalieren, glaube ich, da drin. So, hier ist ja Sonderwache. Wir haben Sachen. Wir haben schon 21 Jetons. Hier manchmal Sonderware und ein bisschen Heilung und sowas. Ne? Also, wenn man das Heilung nennen kann. Gut, wir sind endlich mal aussortiert. So. Und dann geht es nämlich los. Dann machen wir hier, wir nehmen den hier mit. Den hier mit. Den hier mit. Ja, in Höchstfall noch den hier. Die hier. Haben wir normale Pfeile? Ah, da. Das hier. Und das war's. Achso, und Munition brauchen wir natürlich auch. Gut. Geil. So, Katze. Wollen wir da oben hingehen? Dann habe ich nämlich noch ein bisschen. Und eine Axt. Gut. Dann können wir nämlich. Ich werde auch gerne mal. Ich weiß aber nicht wie. So, den Rest brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Holz nehmen. Ich würde das alles mal so ein bisschen reparieren. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich immer Holz in der Tasche haben muss, um das dann reparierbar. Mit was denn? Ach, Stein. Okay. Ja, ach, da unten sehe ich das immer. Okay, dann habe ich das schon wieder gelernt. Dann habe ich das schon wieder gelernt. Eisenrohr. Ja, aber die ist ja noch nicht kaputt. Was brauche ich dafür? Das repariert, das repariert. Geil. Gut, dann wollen wir los. Irgendwas zu viel mit? Ach ja. Stein und Holz. Gut, wenn man seine eigenen Kisten nicht mehr kennt, ne? Ich geh mal hier so ein bisschen durch. Vielleicht ist ja der beschissene Bär wieder da. Das vermisse ich auch so zur Zeit, ne? Ich bin absolut kein Wintermensch. Also die Temperaturen, das geht ja alles noch so, ne? Aber ich mag dieses Dunkle einfach nicht, ne? Den ganzen Tag ist dunkel, früh vor der Arbeit ist dunkel, erster Feierabend ist dunkel, ist immer alles dunkel. Ist nicht so geil. Ah, ich habe den Schraubenschlüssel vergessen. Fuck. Ich hab eine Schaufel. Ich hab eine Eisenschaufel. Okay, dann muss ich abhaken. Schaufel. Okay. Ja, siehst du? Ja, von wegen habe ich vergessen. Ich wusste, das war eine finden. Die werde ich auch mal gleich hier so unten reinnehmen. Einfach nur für euch. Ich würde gerne irgendwie was mal töten. Zum Beispiel den Bär.
Kommt ihr nur abends raus, der Bär? Oder? Ach, ich bin ja beim falschen Haus, merke ich. Oder ist er auch ein tagsüber Bär? So. Gut. Ich glaube, hier drinnen nehme ich mal lieber eine. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Die blauen Säcke können wir hier mit. Okay, was kriege ich denn da? Pflasterstein? Und hier kriege ich Zement oder was? Und Holz. Hier kriege ich nichts, ne? Okay, ein Zettel krieg ich. Ja, das ist ja nicht sehr viel. Naja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Wir müssen ja alles hier mal so ein bisschen anhorten. Weil ich glaube nämlich, man braucht richtig, richtig viel von allen. So, da gucken wir auch gleich rein. Also die haben wir ja leer, die haben wir ja leer. Dann will ich erstmal ein bisschen die Lage checken. Nicht, dass ich jetzt wieder einer kommen und mir auffressen möchte. Hello? Sag mal, wird auf Knacks da hinten? Ja, lass mal ausprobieren. Sikorski. Mann, ey, ich will nicht wieder infiziert sein. So eine Scheiße hier. Ich will erstmal gucken. Hallo? Irgendeiner frisst doch hier was. Ach du Scheiße. Bitte in die Bullen. Bitte in den Fallen. Oh, das ging schnell. Also Level 2 Keule. Okay. Okidoki. Das fetzt. Ich muss gucken, was da hinten da denn ist, ne? So, lass mal hier vorne anfangen. Wir haben ja so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten, ne, die wir hier so angucken können. Weil hier kriegen wir ja auch noch was. Lecker. Ach, ein Verbandskasten. Ja. Vielleicht kriegen wir ja auch mal ein Antibiotika. Alter, Jagdgewehr und ein Baseballschläger. Boah, ich bin verliebt. Ich bin ja sowas was von verliebt. Also, ich glaube wirklich, also in der Folge wahrscheinlich nicht. Geil, schwebende Leuchte. Aber wir kriegen demnächst auf jeden Fall ein Level up. Kleber ist immer gut. Hier ist nichts. Bin ich hier ganz umsonst hintergelatscht? Ich nehme das einfach mal, ne? Das wird so ja erzählt, dass das total wichtig sein soll hier. Und deswegen nehme ich es einfach mal. Bin mal gespannt, ob das denn noch so wichtig ist. Hey, da oben ist noch irgendeine andere Kiste. Hey, da sind wir rangekommen. Boah, Sand. Geil. Ich wollte schon immer mal Sand haben. Ich glaube, das müsste ich abbauen hier. Ah, hier gibt es eben coole Sachen. Vielleicht finden wir ja hier auch noch einen Schraubenschlüssel. Wer weiß. Die Bude, die hat ja hier genug eigentlich bei. Jetzt nichts drinne. Ich möchte mal zwar wissen, was ist denn das hier? Ein Lüftungsschacht oder was? Ich weiß nicht, was ich öffne, aber okay. Ach, ein Waschbecken. Mais? Ey, ich würde ja richtig eine Bratpfanne oder sowas, ne? So ein Gitter würde ich ja feiern. Aber ich glaube, jetzt hier gibt's nicht so. Hallo? Ist hier keiner?
Wäschekorb. Klamotten. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Das ist, fehlt mir ja immer so ein bisschen bei Night of the Dead, ne, dass man so klamottenmäßig nicht so viel machen kann. Nee, das ist schlechter. Schade. Aber hier ist das ja die Möglichkeit, dass wir uns ja irgendwie so eindecken können, so verschieden und dann cool aussehen, weißt du, zu den Pros gehören und so. Das ist natürlich bei anderen Spielen nicht so. Oh, ich würde sagen, weil es so spannend ist, machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Bis dann, ciao.